Herzlich willkommen zu der 51. Solothurner Filmtag. Nach dem letztjährigen Jubiläum ist die Stadt Solothurn auch dieses Jahr wieder vom 21. bis zum 28. Januar Schauplatz des Schweizer Films. Tauchen wir ein in eine faszinierende, spannende und vielseitige Filmwelt. Am 21. Januar 2016 sind die 51. Solothurner Filmtage mit dem Film «Die Schwalbe» von Manu Khalil eröffnet worden. Der Film handelt von der Sehnsucht nach der eigenen Herkunft und Heimat, aber setzt sich auch mit dem Terrorismus und Verbrechen auseinander. Auch dieses Jahr war der Bundesrat Alain Berset bei der Eröffnung anwesend. Auch für ihn ist die Schweiz als Heimat von grosser Bedeutung. Es ist nicht so einfach in einem Land wie die Schweiz, so vielfältig, mit 3-4 Sprachen, mit einer sehr großen Diversität der Regionen, der Leute auch. Nicht so einfach immer zu definieren, was ist die Schweiz, wie definieren wir die Schweiz. Könnt ihr schon etwas sagen über den Eröffnungsfilm «Die Schwalbe»? Ja, das ist ein sehr aktueller Film. Der Manu Khalil hat ja verschiedenste schon Filme gemacht, Dokumentarfilme. Über einen Kurd, der sich probiert in der Schweiz zu integrieren, über Schrebergärten. Und er präsentiert jetzt hier mit der Schwalbe sein Spielfilmdebüt. Ein Film, der für mich total aktuell ist. Eine Geschichte erzählt, eine Identitätsgeschichte aus der Schweiz raus, aber trotzdem mit einer ganz globalen Relevanz. Es ist eine riesige große Ehre für mich als Mensch, als Filmemacher, für mich als Emigrant, dass ich diese Jahre eigentlich in der Schweiz viel gemacht habe. Es gab viele Menschen, die hinter mir gestanden, viele Schweizer, liebe Freunde, die geglaubt haben, dass ich doch Filme machen kann. Das ist eine Ehre für mich und für sie auch. Ich bin stolz auf diese Freundschaft mit diesen allen Menschen, die mich unterstützt haben, das ganze Jahr. Ich bin wirklich sprachlos eigentlich, dass ich als Ex-Emigrant, oder? Das ist sein Film, eröffnet Solothurner Filmtage mit diesen allen lieben Menschen, der Bundesrat ist da, alle Medien. Das ist nicht einfach, oder? Das ist nicht selbstverständlich. Da hat etwas hinten, steckt hinten das da eigentlich. Was bedeutet es für Sie, die Hauptrolle im Eröffnungsfilm zu spielen? Das ist eine gute Frage. Also für mich ist es eigentlich egal, in welchem Land ich spiele, aber so für Schweiz, es fühlt sich schön an. Gespannt auf die Eröffnung und auf den Eröffnungsfilm von der diesjährigen Solothurner Filmtage haben sich die glatten Gäste in Reithauen eingefunden. Was bedeuten Ihnen die Solothurner Filmtage? Die bedeuten mir sehr viel. Erstens als Stadtpräsident habe ich natürlich Freude über den grossen Erfolg all Jahr. Und zweitens ist es kulturell einer der Höhepunkte. Für unsere Stadt das Wichtigste, weil es ein grosses Renommee hat, nationale und internationale Ausstrahlung. Ja, für mich ist es jedes Jahr eine Woche, wo Solothurn sich verwandelt in eine ganz andere Welt, die Welt des Films, wo die ganze Welt da ist für eine Woche und wir im Zentrum stehen, das ist schön. Dieses Jahr ist es für mich noch ein bisschen speziell, weil ich jetzt mit der Familie 2 Wochen im Bündnerland in der Ferien war und ich war unter anderem im Segantini-Museum in St. Moritz und ich freue mich hier speziell auch auf diesen Film über den Schweizer Moller, über Segantini, der hier in Solothurn das erste Mal gezeigt wird. Wisst ihr schon, was ihr werdet anschauen dieses Jahr? Leider, aus zeitlichen Gründen, kann ich wahrscheinlich keinen Film mehr schauen unter der Woche. Vielleicht einmal kurz vor einem Mittag oder nach dem Mittag. Aber ich freue mich jetzt heute oben hier auf die Schwalbe. Und wahrscheinlich kann ich auch noch in der Schlussveranstaltung einen der prämierten Filme schauen. Was erwartet ihr denn jetzt von diesem Eröffnungsfilm «Die Schwalbe»? Völlig unbelastet. Ich werde jetzt mal schauen, was sie daraus gemacht haben. Ich bin sehr gespannt. Ich habe noch keine Erwartungen. Ich habe mich nicht heftig darauf vorbereiten. Ich freue mich darum umso mehr drauf. Ich kenne Filme vom Regisseur. Er hat immer gute Sachen gemacht. Seid ihr denn sonst auch ein Kinogänger oder ihr nicht? Ich war früher mehr Kinogänger als heute. Ich kann heute also wegen dem Beruf, wegen der Politik, wegen der Familie auch nicht mehr so viel ins Kino gehen. Aber mit einem kleinen Töchterchen nehme ich an, das wird auch in eine Kinowelt hineinwachsen und dann werde ich wieder vermehrt Kinogänger wahrscheinlich. Ich wäre ein Kinogänger, aber leider habe ich wenig Zeit. Meine Tochter übernimmt das für mich, die sieht jeden Film, was es gibt. Dann ist es losgegangen und die Direktorin von der Solothurner Filmtage, Zeraina Rohrer, hat in ihrer Rede auf die Schauspieler aufmerksam gemacht. Haben Sie vielleicht einen Orgasmus vorgetäuscht oder sogar jemanden erschossen? Ich hoffe nicht. Es sei denn, Sie sind Schauspielerin oder Schauspieler. Dann gehört dies nämlich zu Ihrem Beruf. Immer wieder schlüpfen Sie in Rollen. Sie geben
der fiesen Intrigantin ein Gesicht, genauso wie einer genussvollen Liebhaberin. Und ein paar Tage später sind sie dann vielleicht schon wieder ein Transvestit. Helden und Gutmenschen verkörpern sie genauso wie Verlierer und Bösewichte. Ihre Arbeit ist aufregend und aufreibend. Oft warten sie stundenlang am Set auf ihren Einsatz. Ist er dann da, muss alles stimmen. Die Bewegung, die Mimik, die Tonalität ihrer Stimme. Manchmal erhalten sie dafür einen Lohn, manchmal aber auch nur ein Bier. Schauspielerinnen und Schauspieler geben dem Schweizer Film ein Gesicht. Sie geben ihm ihr Gesicht. Und so sieht dies im Programm der 51. Solothurner Filmtage aus. Frau Rohrer, was bedeutet Ihnen die Eröffnungsfeier der Solothurner Filmtage? Ja, das ist eine ganz wichtige Feier, das ist der Startschuss zu diesen Filmtagen, das ist der Anfang. Und das ist auch für mich immer ganz ein spezieller Moment. Wir haben ein Jahr lang darauf hingeschafft, jetzt ist es soweit. Ich freue mich sehr, dass der Solothurn diese Woche zu der Hauptstadt wird vom Schweizer Film. Und von dem her natürlich Nervosität, aber auch ganz viel Freude. Auf was freuen Sie sich denn am meisten? Am meisten freue ich mich auf Begegnungen auch mit Regisseurinnen und Regisseuren, die ich noch nicht kenne. Das sind häufig auch junge Leute, die das erste Mal mit einem Film kommen. Dann sehen, wie die anfangen, da wirklich den Fußtritt zu finden in dem Schweizer Film, ist für mich wirklich sehr schön zum Zuschauen. Hier an den Solothurner Filmtagen wird seit über einem halben Jahrhundert die reale, die moderne Schweiz mit filmischen Mitteln beleuchtet. Und Solothurn ist somit der Ort, wo sich die Schweiz selbst begegnet. Hier hat der neue Schweizer Film Mitte der 60er Jahre den idyllischen Heimatfilm abgelöst. Und jetzt das. Das Schweizer Filmjahr 2015 wurde geprägt durch Heidi und Schellen Ursli. Ein Fazit: nach 50 Jahren neuem Schweizer Film, die Alpen sind offenbar unwiderstehlich. Heidi ist der erfolgreichste Schweizer Film aller Zeiten, wenn man die Eintritte im In- und Ausland zusammenzählt. Und auch Xavier Collers Schellen Ursli ließ die Kassen klingeln, sozusagen mit der ganz großen Glocke. Ja, meine Damen und Herren, die Alpen. Die Alpen sind bekanntlich seit langem ein Leitmotiv unseres Selbstverständnisses. Und sie haben massiv abgefärbt auf unser Wesen. Ja. Der Naturforscher Johann Jakob Schoester sah in den Schweizern schon im 17. Jahrhundert eine biologisch einzigartige Spezies, den Homo alpinus. Und er beschrieb diesen Homo alpinus als, ich zitiere, gesund und kräftig, redlich und gerecht, mutig und tapfer und natürlich bescheiden. Jetzt komme ich zurück zu mein trotziges Kind, nenne ich die Schwalbe. Ich habe das Drehbuch vor 15 Jahren ungefähr geschrieben. 2001 habe ich mit diesem Drehbuch die Schweizerischen Autorengesellschaftspreis gewonnen und wollte ich den Film drehen. Das war nicht einfach. Klar, nicht einfach. Aber ich habe es nie aufgegeben. Und ich habe versucht, mich das Drehbuch aktualisieren auf das, was passiert in Kurdistan, in Irak, im Nahen Osten, mit dem ganzen Krieg mit Saddam Hussein und die ganze Geschichten. Und ich habe etwas anderes gemacht. Aber die Schwalbe war da und hat nie gestorben. Sie war immer da. Und ich habe diese Geschichte male überarbeitet und geschrieben. Und dann kam vor 2 Jahren, als ich den Film schon drehen wollte,
dann war wirklich sehr schwierig für mich als Mensch, als Kurde aus Syrien, als der Krieg in Syrien angefangen hat. Plötzlich, auf die Phase, was ich vor Vorbereitungen war, wie eine Lawine, der Sturm eigentlich von Problemen eigentlich haben angefangen. Die IS haben unser Dorf in Syrien genommen, haben unser Haus in die Luft gejagt, eigentlich gesprungen. Mein Bruder plötzlich war Flüchtling in irakischen Kurdistan. Meine Familie, die andere Schwester, waren in der Türkei als Flüchtlinge und alles war so eine Katastrophe eigentlich. Und dann, ich habe gesagt, ich bin schwanger eigentlich mit meinem trotzigen Kind. Soll ich diese Schwangerschaft unterbrechen oder gehe ich weiter? Er sagt, nein, ich gehe weiter. Und wirklich, einen Tag, bevor ich und meine Equipe nach Kurdistan gereist haben, haben zwei IS-Terroristen im Stadtrat in Kamischli, in meinem Staat, haben meine Nichte, die 25-jährige Halabcha, die im fünften Monat schwanger war, haben sie getötet. Und ich habe entschieden, doch, ich mache den Film. Ich mache den Film, weil ich einmal wahrscheinlich den Namen von Halabcha, meine Nichte, die ihr Leben verloren hat, erwähne. Und habe an diesem Abend erwähne auch. Danke meiner Equipe, die trotz dieser Schwierigkeiten, die ich in Kurdistan hatte, die mit der ganzen Familie, ich habe Syrien angerufen, die ganze Zeit mit meinen Brüdern und Schwestern geweint und am Tag musste ich den Film drehen. Das war unglaublich, das war unerträglich. Und ich danke ganz herzlich allen Menschen in meiner Equipe, mein Film, Crew, die Nerven gehabt hätten, die mit mir eigentlich weitergemacht haben. Und ich danke euch. Ich liebe euch auch. Dieser Abend ist für euch. Danke vielmals. Solothurner Filmtage wären nicht Solothurner Filmtage, wenn sie nicht auch Platz hätten für innovative transmediale Projekte. Polder Become a Game ist ein Beispiel davon, wo nebst dem Filmschauen für die Besucher auch ein Abenteuer durch die geheimen und gruseligen Gassen von Solothurn parat hatte. Die Solothurner Filmtage sind voll im Gang. Wir befinden uns hier im krummen Dorn von Solothurn. Neben mir sitzt Julian und Samuel. Sie sind zwei Regisseure, und zwar vom Film «Polder Become a Game». Hallo zusammen. Hi. Der Film «Polder Become a Game» ist ja eben hier in Solothurn an den Filmtagen vertreten. Aber es ist ja jetzt nicht nur ein Film, sondern ein transmediales Projekt. Was hat das alles für Teile, das Projekt? Also das, hier in Solothurn besteht das Projekt daraus, dass man mit einer App von NeuroX eine Experience macht in der Stadt, in den geheimnisvollen Ecken der Stadt, dort in die Finsternis geführt wird und ins Licht, ins Glück und zu den Teufeln, bevor man überhaupt im Kino ankommt. Vor 2 Jahren starteten wir unsere Urban Games in Bern und Zürich. Hexen, magische Figuren und eine Unzahl von schwierigen Rätseln begeisterten unsere User. Die User können bei unseren Alternate Reality Games den Schauspielern aus unserem Narrativ begegnen. Unsere Rätsel spielen auf verschiedenen Realitätsebenen. Wie kommt man auf so eine Idee? Das ist, glaube ich, eine allgemeine Tendenz, dass die Kinosäle entweder von Blockbusters bespielt werden, was grundsätzlich auch nicht so schlecht ist, aber dass sich neue Formen von Filmen entwickeln sind, 360-Grad-Filme, Filme, die gar nicht mehr unbedingt Filme sind, sind vielleicht mehr Spielerfahrungen, also sind Sachen unterwegs, die wir uns noch gar nicht so richtig vorstellen können. Und wir versuchen so quasi so die ersten Versuche mit neuen Format, wo am Schluss noch ein Kinofilm ist, aber wo drumherum eben schon mehr ist. Also ich glaube, in vier Jahren wird man dann mit der Oculus Rift irgendetwas machen. Selbst wird man gar nicht mehr im Kinofilm sitzen, wenn man Star Wars 10 schaut. Ich bin kein Mensch. Ich bin Dynamit. Auch dieses Jahr haben sich wieder zahlreiche begeisterte Filmtagbesucher die Solothurn zwischen den verschiedenen Kinosälen getummelt. Ihr seid hier an den Solothurner Filmtagen. Wie gefällt es euch bis jetzt? Sehr gut. Ich komme regelmässig hierher. Was habt ihr für Filme gesehen bis jetzt? A Man and a Wolf, wie heisst der Film? Believe and a Wolf oder irgend so etwas. Wahnsinniger Film. Unglaublich, hat mich umgehauen. Wirklich sehr berührend gewesen. Was ist denn so unglaublich daran? Für mich ist es ein Meisterwerk. Bild und Ton und Geschichte und einfach alles zusammen. Es war unglaublich gut gewesen.
Was hat er für eine Botschaft mitgegeben, also jetzt für euch persönlich zum Beispiel? Für mich persönlich heisst es, es gibt verschiedene Wirklichkeiten auf dieser Welt. Und dem Regisseur ist es gelungen, dass wir wirklich eintaucht in die Welten, die er uns gezeigt hat. Und als andere Menschen wieder rauskommen aus dem Saal, als wir reingegangen, von mir aus gesehen. Also ich bin zum Wochenende hier gekommen, schon letztes Jahr. Und das hat mir so sehr gefallen, dass ich dieses Jahr zurückgekommen bin. Und ich habe das Film Demokratie gesehen. Also Dokumentaren finde ich toll. Fiktionen manchmal schwieriger. Aber ich habe viel Spaß gehabt. Und das ist sehr interessant. Was bist du gerade für einen Film schauen? Ich bin gerade Youth schauen. Dort handelt es um zwei Kollegen, die spezielle Freundschaften pflegen. Und der Film handelt eigentlich laufend in einem Hotel, wo sie Ferien machen. Und es entstehen spannende Geschichten daraus. Jaus. Und wie war er gesehen? Mir hat er sehr gut gefallen. Um was ist es denn gegangen? Ums Älterwerden. Generell. Ums Älterwerden. Um die Erinnerungen. An früher, die Auseinandersetzung mit dem Tod im weitesten Sinn. Ja, es ist eigentlich um zwei alte Männer gegangen, die über das Leben, über die Erfahrung und über die Liebe geredet haben. Was für eine Botschaft habt ihr persönlich jetzt von diesem Film mitgenommen? Ja, dass man eigentlich nicht zu viel an das denken sollte, auch wenn man schon ein bisschen älter ist, wie ich. Aber dass man eigentlich noch sollte das machen, was ihm noch gefällt. Und sich nicht zu fest auf das konzentrieren, was jetzt kommt. Soll ich sagen, es lohnt sich, über das Leben nachzudenken. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, neben mir sitzt Stefanie Schüppach. Sie ist die Leiterin der Geschäftsstelle hier von der Solothurner Filmtag. Stefanie, herzlichen Dank, dass du dir trotzdem Hochbetrieb an der Solothurner Filmtag Zeit nimmst. Merci vielmals. Als erste Frage wäre jetzt gerade mal, wie das Solothurner Filmtag jetzt angelaufen sind oder wie das jetzt verlaufen? Also sie sind soweit gut verlaufen bis jetzt. Wir haben auch Glück gehabt mit dem Wetter natürlich, dass die Leute dann nicht in Sturm und Schnee haben müssen anstehen und die Filmvorstellungen und auch die Rahmenprogramme, die wir haben, sind eigentlich sehr gut besucht gewesen bis jetzt. Du hast während der Filmtage sicher sehr viel zu tun. Wie sieht jetzt so einen normalen, in Anführungs- und Schlusszeichen, normalen Arbeitstag von dir aus? Ja, du hast schon gesagt, es ist immer sehr unterschiedlich, der Ablauf von so einem Arbeitstag. Aber was sicher immer gleich ist, wir treffen uns immer am Morgen mit der reinen Rohre, mit der Direktorin oder der Medienverantwortlichen, der Programmverantwortlichen, treffen wir uns für eine Sitzung jeden Tag und machen einen kurzen Rückblick auf den Vortag und den jeweiligen Tag vorbesprechen und schauen, was dort so ansteht. Dann geht es meistens weiter, dass wir jeden Tag auch ein bisschen Specials, wo man dann muss noch Sachen koordinieren oder organisieren, sei das mit der Technik oder mit denen, die bei der Preisverleihung zum Beispiel, mit denen, die den Preis übergeben. Also da gibt es solche Sachen, die ich noch koordiniere. Und dann gibt es natürlich weiter auch immer Ad-hoc-Fragen von Mitarbeitern, vom Ticketing oder im baulichen Bereich, im technischen Bereich. Also da kommen sehr viele Anfragen noch rein, die ich beantworte oder mit der jeweiligen Person anschauen. Und am Abend haben unsere Partner nutzen die Filmtage auch als Plattform, für ihre Gäste einzuladen und machen Anlässe. Und dort bin ich auch häufig näher an diesen Anlässen und betreue die zusammen betreuen mit den jeweiligen Sponsoren. Du hast vorhin das Budget ganz kurz angesprochen. Jetzt ist es ja auch so, wenn man einen Film machen will, fängt man Monate oder auch Jahre vorher an mit diesem Budget, also mit dieser Finanzierung. Wie ist das für ein ganzes Filmfestival? Also mit dem Festival ist es natürlich auch wichtig, dass man rechtzeitig anfängt zu planen. Und für uns ist es sogar wichtig, dass wir wirklich langjährige Partnerschaften aufbauen können und so auch die Finanzierung längerfristig gesichert haben eigentlich. Also und da haben wir eben auch Partnerschaften mit im technischen Bereich zum Beispiel, wo uns durch ein Sachsponsoring, wo wir mehrere Jahre immer auch mit den gleichen zusammenarbeiten und so ein bisschen die Sicherheit haben für die Planung auch. Aber eben auch finanzielle Unterstützung jetzt von der Hauptsponsorin Swiss Life, die uns seit 2008 unterstützt und jetzt auch nochmal hat verlängert um 3 Jahre. Also ja, das ist schon sehr wichtig, dass man anfängt. Wie ich ja gesagt habe, gerade für so ein bisschen speziellere Sachen oder Ausbau von irgendetwas, sei das eben bei der Spielstelle oder im Ticketing-Bereich oder was auch immer im Programm, da muss man natürlich schon rechtzeitig anfangen, dass man dann auch je nachdem noch zusätzliche Gelder kann akquirieren kann. Genau, eben in dem Fall ganz genug für den Anfang mit dem Ganzen. Ja. Würdest du jetzt sagen, dass das Gewinnen von Sponsoren eher eine Frage von der Thematik, also das heisst vom Inhalt vom Film oder vom Projekt ist, oder eher Verhandlungsgeschick? Also ja,
habe das Gefühl, es ist beides sehr wichtig. Also ich finde es sehr wichtig, dass ein Sponsor oder ein potenzieller Partner, dass sich der jetzt mit dem Filmtag und mit dem Film kann identifizieren und auch ein Interesse daran hat, wirklich auch, dass man das so schön eben eine Partnerschaft zusammen kann aufbauen und dass er auch die Werte und die Haltung von den Filmtagen, dass man dort schön kann, dass er das so in seinen Werten kann verbinden. Stefanie, herzlichen Dank für das offene und vor allem auch interessante Gespräch mit dir und ich wünsche dir und den Solothurn Filmtag alles Gute für die Zukunft. Merci vielmals.